So, da sind wir wieder auf der Schrotthalde. Und ja, gucken wir uns weiter hier um. Wir haben ja noch ein paar Fleckchen und zwar hier nach Norden. Ja, das ist sogar richtig soweit. Und ich muss hier unten wahrscheinlich Schalter einzeichnen anfangen, damit ich weiß, welche ich schon gedrückt habe und welche nicht. Aber hier gibt es ja auch noch einen. Das kann er nicht mehr tragen. Kannst du das tragen? Ja, du kannst das tragen. Das brauchen wir nämlich auch da oben. Und ja, wir haben. Wow. Erst einmal eine Erdbeere gefunden. Dann so ein blödes Tentakel-Ding hier. Tarion-Level ab. Alles in Maces. Und da haben wir noch solche Nervensägen. Wing-Gauntlets brauchen wir nicht. Und ich höre da hinten Krabbelviecher. Steam-Tanker hier auch nicht. Aber genau den Knopf hier könnte ich gebrauchen. Den zeichne ich einfach mal mit einem N ein, dass ich weiß, dass ich den gedrückt habe. Jetzt gehen wir mal hier durch. Und tada, das Ding ist offen. Hallo Spinne. Starke Spinne. Noch eine Spinne. Eingefrorene Spinne. So, 3-Punkte-Technik ist immer gut. Noch eine Spinne. Und ja, diese Gänge hier können ziemlich gemein sein, weil man ziemlich leicht in die Enge getrieben werden kann. Und hier gibt es, soweit ich weiß, mindestens eine Krabbe, die man auch sehr gut hören kann. Und ein Level Up für Elana. Spellcraft. Ja, kriegt sie mal. Spellcraft kriegt sie 10 mehr Energie. Und ja, ich höre. Ich sehe einen Dino. Bei dem gerade. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Er macht bei dem Dino keinen. Ach so, da wird nur 0 Schaden angezeigt, weil es Eisschaden ist. Und da haben wir Tarion verloren. Das ist weniger schön. Das ist aber ein hartnäckiger Dinosaurier. Gut, dann haben wir jetzt gerade die Möglichkeit, uns nicht von dem Ding töten zu lassen, sondern uns wieder hoch zu teleportieren. Zum Ausgang zu gehen und nochmal hoch zu gehen. Denn ich habe den einen Kommentar bekommen, dass ich ein Secret übersehen habe oder einen Schalter. Das wollte ich eigentlich erst am Schluss machen, aber da jetzt Tarion sich von unserer Truppe verabschiedet hat. Warum ist der nicht aktiv? Warum ist der nicht mehr aktiv?
Das ist doch ein Witz, oder? Ah, jetzt. Dankeschön. Und zwar, ja, kurz müssen wir noch mal kurz in die Caverns. Dazu. Und zwar habe ich hier einen Knopf übersehen, der hier irgendwo was aufmacht. Hier nicht. Macht er in der Richtung was auf? Ja, macht er tatsächlich. Und ein Secret. Skate Cloak. Evasion plus 8. Und ein Sack mit etwas zu essen drin. Er hat gerade Hunger. Kriegt er doch mal ein Häppchen. Ja, das andere Häppchen. Sie kriegt das Heilding. Und jetzt gucken wir auch mal. Skate Cloak plus 8. Evasion. Nö, brauchen wir eigentlich so nicht. Der Hunter's Cloak müsste nämlich... Obwohl, gegen den... Der Huntsman Cloak ist doch nicht ganz so gut. Es gibt 6 mehr Evasion und sie verliert gerade mal ein Accuracy. Okay. Sie trägt so einen Diviner's Cloak, genau. Trägt er auch und der trägt einen Huntsman Cloak. Gut. Ist das Rätsel auch gelöst? Jetzt können wir wieder nach unten gehen. Vorher nochmal den blauen Kristall anklicken, der schon wieder blau leuchtet. Wow, wo kommst du denn her? Dich will ich nicht in meinem Rücken haben. So. Eieiei, wo kam der Bastard bitte schön her? Naja, den haben wir schnell erledigt gehabt. Jetzt wieder ab nach unten. Hallo, du. Stirb. Hier ist noch eine Nische, in der nichts ist. Okay, dann geht's jetzt wieder ab in diesen Bereich hier. Und da ist auch schon die Krabbe. Die wir bitte einfrieren. Oder einfach töten. Okay, da unten rum geht's weiter. Und hier müsste auch irgendwo... Uah. Ich wollte gerade sagen, hier müsste irgendwo ein Dino-Steak liegen. Das war zu früh. Das war ein guter Blow. Und das war sich in die Ecke drängen lassen. So. Ja. Da ist kein Schlüssel drunter. Ich höre immer noch eine Krabbe.
Ich sehe jede Menge Spinnen. Die einen Weg zu mir finden. Warum zur Hölle kann ich hier unten die Viecher nicht so gut einfrieren? Oh, das war ein sehr schöner Schlag. Da ist die Krabbe. Das war die Krabbe. Sie kann mal wieder zwei Mana-Tränke zu sich nehmen. Weil wir sind schon ziemlich am Ende und haben immer noch über 20 Mana-Blumen. Ach, und ihm kannst du mal zwei Heiltränke machen. Einen kann er gleich mal trinken. So. Spinne und blauer Kristall, jawohl. Supplies, also Vorräte. Dungeon Level completed. Was bringt der Knopf? Der bringt eine Abkürzung. Dino Steak. Und ja, erstmal will ich hier alles erkunden, weil hier müsste noch irgendwo ein goldener Schlüssel sein. Hier ist auf jeden Fall schon mal eine Kiste mit Essen drin, das wir nicht mehr brauchen. Und da ist noch etwas aufgegangen. Gucken wir gleich mal, was da aufgegangen ist. Erstmal will ich hier wieder lang. Also den Knopf haben wir gedrückt. Gut. Da ist die Kisten, da ist die Sackgasse. Und hier rum geht's noch. Dino Steak. Und ein Eisechsen-Steak. Die sehen für mich ein bisschen aus wie, Raptoren. Und wahrscheinlich ist da den Knopf habe ich gedrückt. Da ist vielleicht hier oben was aufgegangen. Klang jedenfalls so. Als ob hier was aufgegangen ist. Genau. Noch ein Goldschlüssel. So, dann bedienen wir uns mal an den Vorräten. Da müssen wir ein bisschen im Kreis laufen. Genau. Hier lang und dann gucken wir mal, was für Vorräte haben wir hier. Einen Bogen mit Pfeilen und sonst nichts. Flaschen und Säcke. Und Schwerter. Ja, nehmen wir mal die Schwerter. Langschwert. Feuerschwert. Blitzschwert. Das zweite Blitzschwert kann sie tragen. Nochmal speichern. Und jetzt suchen wir das letzte Teil für die Maschine. Kann ich dir das hier geben? Ja, kann ich. So, dazu müssen wir erstmal wieder hier aus dem Irrgarten zum blauen Kristall raus. Nein, da lang. Und ich weiß sogar noch einigermaßen, wo das letzte Teil lag. Ich bin nämlich vorhin dran vorbeigelaufen. Aber vorher will ich mich hier nochmal richtig umgucken in dem, im äußeren Bereich. Nämlich hier. Wow. Was war es hier noch bei so ein Vieh? Ja, das ist mir eingefroren am liebsten. So, dankeschön. Jetzt will ich mich hier umgucken.
denn es müsste hier noch irgendwo einen Schalter geben. Genau, hier ist nämlich das eine Secret gewesen. Das haben wir mit dem Schalter hier hinten geöffnet. Wo war er? Da. Ja, damit machen wir das hier auf und zu. Also den hier haben wir gedrückt. Aber es muss hier noch irgendwo einer sein. Für die andere Seite. Nämlich. Und den will ich schnell suchen noch. Das ist ein Teleporterschalter. Nee, wenn, dann müsste er irgendwo hier in der Nähe sein. Hier in der Nähe des Zuganges. Aber ich würde mal sagen, bevor wir den weitersuchen. Oder ich suche ihn einfach mal offscreen, um euch das zu ersparen. Nee, ich suche das mit euch zusammen. Haben wir ihn da? Ja, da haben wir ihn sogar. Und da ist noch ein Schalter. Aber gut, jetzt erstmal speichern. Bis gleich.